Das Selbstporträt in der Kunst, wie geschaffen für die Selbstinszenierung. Ich bin ein Schöpfer, behauptet Albrecht Dürer. Und ich bin Andy Warhol Superstar. Salvador Dalí setzt sich als der Größte in Szene. Diego Velázquez geht es um den Status als Malerfürst. Und ich bin die Schönheit in Person, sagt uns Elisabeth Vigée-Lebrun. Albrecht Dürer um 1500. Er steht sich selbst Modell. So wie er in Erscheinung tritt, schafft er ein Initialbild der Gattung Selbstporträt. Ein Bild wie ein Ausrufezeichen. Dürer ist der erste wirkliche Selbstdarsteller in der Geschichte der Porträtmalerei. Der kleine Albrecht hat noch Pausbacken, als er sich zum ersten Mal porträtiert. Da ist er gerade mal 13. Beeindrucken will er den Vater mit dieser Silberstiftzeichnung. Wie gekonnt er strichelnd sein schönes Gesicht in Szene setzt. Dazu braucht er einen Spiegel. Einen damals üblichen Konvexspiegel, der allerdings seine Gesichtszüge verzerrt. Das muss er beim Zeichnen korrigieren. Welche Meisterleistung für ein Kind. Und dann noch diese prophetische Geste. Der in die Zukunft weisende Zeigefinger demonstriert sein Selbstbewusstsein. Dieser Junge weiß, ich bin ein großes Talent. Inzwischen ist er 22. Wie ausgereift seine Darstellungskunst ist, zeigen diese beiden Federzeichnungen. Diesmal vertuscht Dürer die Tücken des konvexen Spiegels nicht. Im Gegenteil, er zeigt das rechte Auge in spiegelungsbedingter Vergrößerung. Drei große Selbstbildnisse entstehen zwischen 1493 und 1500. Sie ähneln sich in Gesichtsausdruck, Körperhaltung und betont eleganter Kleidung. Mit diesen Bildern erfindet Dürer das autonome Künstler-Selbstporträt. Nach seiner Rückkehr aus Italien präsentiert sich Dürer mit dem ganzen Stolz des Renaissance-Malers vor einem Fenster mit Aussicht. Alpen, Süden, Italien. Die mögliche Botschaft: Ich habe meinen Horizont erweitert und bin künstlerisch da angekommen, wo ich längst hingehöre. AD. Das ist jetzt sein künstlerisches Gütesiegel. Dieses Selbstporträt ist sein Durchbruch zum allseits bewunderten Malerstar. Dazu gehört der modische Firlefanz, mit dem er sich herausstaffiert. So präsentiert sich die Elite, zu der sich Dürer jetzt zählt. Sein ernster Blick lässt jedoch daran zweifeln, ob dieser Aufzug im Renaissance-Dandy-Look zu ihm passt. Zwei Jahre später ist er der Frage nach Schein und Sein näher gekommen. In keinem seiner Selbstbildnisse wirkt Dürer entrückter und gleichzeitig präsenter. Kein anderes strahlt so eindringlich demütige Bescheidenheit und geradezu anmaßendes Selbstbewusstsein aus. Streng frontal präsentiert er sich in Pelzrock und Lockenpracht. Vom Zeigefinger bis zum Scheitel fesselt dieses Bild durch seine vollkommene Symmetrie. Dreiecke bilden die auf beide Schultern fallenden Locken, der Pelzkragen,
der Halsausschnitt. Alles in diesem Selbstporträt folgt bis ins kleinste Detail einem großen Plan. Dürer bringt hier malerisch auf den Punkt, was ihn seit Jahren beschäftigt. Die ideale Gestaltung in Ausdruck und Proportion. Er findet sie in byzantinischen Christus-Ikonen. Dem segnenden Christus von Martin Schongauer ist Dürer wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist ihm sein Ruhm zu Kopf gestiegen? Oder ist das gar Blasphemie? Da er Kunst als einen Akt der Schöpfung begreift, rückt er sich als Künstler in die Nähe des göttlichen Schöpfers. Als tiefgläubiger Mensch erkennt er jedoch demütig an, dass sein überragendes Talent von Gott gegeben ist. Also vielleicht doch keine Blasphemie, sondern Ausdruck tiefer Dankbarkeit. Jedes Härchen in Pelzkragen, Bart und Locken hat Dürer geradezu plastisch herausgearbeitet. Seine Feinmalerei gipfelt in den Augen. In der rechten Iris sieht man einen winzigen Reflex, ein Fensterkreuz. Er lässt uns an seiner Selbstbespiegelung teilhaben, indem er zeigt, was sein Auge sieht. Ein Kreuz, Symbol seiner tiefen Religiosität. Welch ein Kontrast zur christusähnlichen Selbstidealisierung. Dürer nackt. Geradezu realistisch zeigt er in dieser Federzeichnung seinen Körper. Es scheint, als suche er auch in dieser Akt-Selbststudie nach dem göttlichen Bauplan der Schöpfung, wenngleich etwas gekrümmt durch die Verwendung eines zu kleinen Spiegels. Dieser Mann führt eine ganz andere Künstlerexistenz. Er ist Angestellter, wenn auch am spanischen Hof. Sein Arbeitgeber ist König Philipp IV. Diego Velázquez malt mit jedem seiner Selbstbildnisse an seiner Karriere als Hofmaler. Mangelndes Selbstbewusstsein ist gewiss nicht der Grund, warum es von ihm so wenige Selbstporträts gibt. Er hatte dafür wohl einfach keine Zeit. Unermüdlich porträtierte er die Herrscherfamilie und hatte noch jede Menge Nebenämter. Als er sich um 1630 vermutlich erstmals selbst darstellt, ist er bereits Kammerherr. Auffällig ist, dass er das Haupthaar eher skizzenhaft malt. Dem Bart gilt seine ganze Sorgfalt. Der ist geschniegelt und gezwirbelt. Künstlerstolz und wohl auch eine spezifisch spanische Variante von Mannesstolz bringt er damit zum Ausdruck. Velázquez hat einen berühmten Künstlerkollegen, einen Landsmann, Salvador Dalí. Der war nicht nur von der Malerei des spanischen Barockmeisters tief beeindruckt, er imitierte auch dessen Markenzeichen und machte es zu seinem eigenen. Nicht ohne diesen Schnurrbart, geradezu manisch, auf die Spitze zu zwirbeln. Für Velázquez geht es sichtbar aufwärts auf der höfischen Karriereleiter. Er inszeniert sich mittlerweile in Herrscherpose, die eigentlich seinem Auftraggeber vorbehalten ist. Ich gehöre zur Aristokratie, sagt uns dieses Bild. Die rechte Hand ist lässig auf der Hüfte abgestützt, die linke raumgreifend ausgestreckt. Er, der fast ausschließlich Bilder der Mächtigen malt, sieht sich selbst als Malerfürst. Zu seinem Leidwesen gelten Künstler im damaligen Spanien als bloße Handwerker. Die Rangerhöhung des Künstlers wird zu seinem Lebensthema. Jahrelang bemüht er sich erfolglos um Aufnahme in den Santiago-Ritterorden. Sein berühmtes Spätwerk Las Meninas
wirkt im Hinblick darauf wie ein Bewerbungsbild und ist ein künstlerisches Manifest. Wie ein Monarch hält der Maler Hof inmitten dieser Hofgesellschaft, die er wie Statisten vor sich gruppiert hat. Das Ganze findet in seinem Atelier statt, seinem Hoheitsgebiet. Was Velázquez auf die riesige Leinwand malt, bleibt sein Geheimnis, über das Kunsthistoriker bis heute rätseln. Porträtiert er das Königspaar, das der Spiegel im Hintergrund reflektiert? Die verschwommenen Köpfe könnten aber auch eine direkte Spiegelung der anwesenden Herrschaften sein. Womöglich betrachtet der Maler nur sich selbst und diese illustre Gesellschaft in einem riesigen Spiegel, malt gerade an dem Gemälde, das wir vollendet vor uns sehen. Wer sich ein solch virtuos inszeniertes Verwirrspiel ausdenkt, ist doch kein Handwerker, könnte Velázquez' Botschaft in Richtung Aufnahmekomitee des Santiago-Ordens sein. Als seine Karriere endlich durch das Rote Kreuz gekrönt wird, soll der König doch tatsächlich persönlich zum Pinsel gegriffen und das Zeichen der Ritterwürde nachträglich auf Velázquez' Brust gemalt haben. Nahezu 500 Jahre lang dominierten Männer den Kunstbetrieb, waren die Kunstakademien reine Herrenclubs. Weibliche Ich-Bekundungen im Stil eines Dürer oder Velázquez sucht man in der Geschichte der Porträtmalerei lange Zeit vergeblich. Künstlerinnen wie Elisabeth Vigée-Lebrun sind die große Ausnahme. Sie macht Karriere als Hofmalerin von Marie Antoinette, huldigt dem Weiblichkeitsideal der High Society, um auf dem aalglatten höfischen Parkett nicht auszurutschen. Ihr schönes Gesicht malt sie gern und oft. Auch wenn sie Damen der Gesellschaft porträtiert, formt sie sie nach ihrem Bild. Eine kühne Variante der Selbstreproduktion, die bis dahin noch keine Künstlerin gewagt hatte. Sie weiß sich zu inszenieren, mit Schleifen und Bändern, die sie wie ein sorgfältig verpacktes Geschenk aussehen lassen. Und weil Frauen zu ihrer Zeit tatsächlich Zähne zeigen dürfen, deutet sie diese dentale Revolution dezent an. Ihre Augen scheinen zu sagen, bin ich nicht der Traum einer jeden Schwiegermutter? Eine Unschuld vom Lande? Ist sie aber nicht, denn mit Schmuck und Federhut inszenieren sich standesbewusste Frauen. Die Bürgerliche hat sich ganz der Aristokratie angepasst, von der sie lebt. Und zwar nicht schlecht. Ich konnte die Aufträge für Porträts gar nicht bewältigen. Es schien, als ob sich alles vereinigte, mich in Mode zu bringen, schreibt sie in ihren Erinnerungen. Vergleichsweise mondän präsentiert sie sich ein Jahr später. Rubens berühmtes Frauenporträt, der Strohhut, dient ihr als Vorlage. Sie macht daraus ein Selbstporträt mit einer völlig anderen Aussage. Vigée-Lebrun zeigt, wer hier souverän Regie führt. Ich bin nicht nur Modell, wie die Frau von Rubens, scheint sie zu sagen. Ich bin auch die Schöpferin dieses Werks. Dafür steht die Palette, die sie demonstrativ ins Bild hält. Während die Malerin dem Betrachter offen in die Augen schaut, nimmt das Rubens-Modell ihn schüchtern zur Kenntnis. Signalisiert durch die verschränkten Arme Abweisung. Rubens zwängt sein Modell in ein Korsett, das den Busen künstlich anhebt. Bei Vigée-Lebrun sitzt er da, wo er hingehört.
Sie zeigt also, was sie von einer Mode hält, die Frauen ihrer körperlichen Freiheit beraubt. Damit entwirft die als naiv verpönte Malerin ein selbstbewusstes Frauenbild. Auch noch im Alter zelebriert sie das Weiblichkeitsideal des Ancien Regime, als hätte es nie eine französische Revolution gegeben. Bis auf das üppige Collier, wohl ein Hinweis, dass sie trotz Exil eine vermögende Frau geworden ist, stellt sie sich fast wie immer dar. Auffällig ist lediglich eine mehr vom Betrachter abgewandte Haltung. Sie will wohl nicht mehr um jeden Preis gefallen. Gäbe es nicht ihre Erinnerungen, in denen sie ständig ihre Schönheit betont, könnte man glauben, dass sie am Ende ihres Lebens den Schönheitskäfig verlassen hat. Wohl kaum ein Künstler des 20. Jahrhunderts hat sich derart besessen in Szene gesetzt wie Salvador Dalí. Sein Leben war eine einzige exzentrische Ich-Show, flankiert von schrägen Auftritten und medienwirksam inszenierten Skandalen. Wie sein Vorbild Velázquez hat erstaunlicherweise auch dieser Selbstdarsteller eine überschaubare Zahl von Selbstporträts hinterlassen. In ihnen kreist er, ganz surrealist, bedeutungsvoll, immer wieder nur um sich selbst. Er ist bereits bekannt wie ein bunter Hund, als er sein weiches Selbstporträt mit gebratenem Speck malt. Auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Bis in den von Krücken gestützten, zerfließenden Konturen sein typischer Zwirbelbart auftaucht. Dalí nennt dieses surreale Piercing ein antipsychologisches Werk, trotz seiner höchst psychologischen Aussage. Dalís Bilder kreisen um seine Neurosen und diffusen Ängste. Im Gemälde Afrikanische Impressionen hat er sich in einer weiten Landschaft hinter seiner Staffelei postiert. In einer theatralischen Geste scheint er uns anzulocken und gleichzeitig Stopp zu sagen. Was er malt, soll wohl sein Geheimnis bleiben. Diego Velázquez in Las Meninas lässt grüßen. Was der Maler malt, bleibt auch hier so rätselhaft wie all die gleitenden Übergänge vom Realen ins Surreale, mit denen er uns immer wieder vieldeutig aufs Glatteis führt. Galas Kopf verleiht er Flügel, die eines Raubvogels. Eindeutig ist, dass sie das Universalobjekt seiner Obsession ist. Deshalb kein Selbstporträt ohne Gala. Im Großgemälde Das ökumenische Konzil hat sich Dalí in bescheidenem Kleinformat in die linke untere Ecke platziert. Personen, die er durch die Galaxien seiner Wahn- und Traumwelten wirbeln lässt, scheint er den Vortritt zu geben. Allen voran Gala, seiner cleveren Muse und Managerin, die dieses Mal als Madonna über den Wolken schwebt. Tief dekolletiert, was ihrer Heiligkeit aber keinen Abbruch tut. Dalí schaut dem Betrachter herausfordernd in die Augen. Dieser Ausdruck muss ihn selbst so fasziniert haben, dass er sein Gesicht fotografieren ließ und sogar vergrößerte. Jetzt erkennen wir in der Pupille eine weiche Uhr und den winzigen Kopf Galas, die als liegende spanische Nonne erscheint. Er will wohl auch hier zeigen, dass sein Auge in allem immer nur die abgöttisch Angebetete sieht. Spielt er damit auf Dürers berühmtestes Selbstbildnis an, in dessen Auge sich ein kleines, symbolkräftiges Fensterkreuz spiegelt?
Weißt du, die Leute wollen dich sehen, sagte ein Kunsthändler zu Andy Warhol. Dein Aussehen ist für einen Teil deines Ruhmes verantwortlich. Es nährt die Fantasie. So kamen seine Selbstporträts zustande. Weil Warhol systematisch an seinem Star-Mythos arbeitet, ist sein Konterfei schon bald allgegenwärtig. Dank Selbstporträt-Schablonen, die sich wie am Fließband vervielfältigen lassen. Die ersten Porträts im Stil der jungen Pop-Art entstehen fast ganz ohne sein Zutun. Die Arbeit macht ein Fotoautomat. Mit Hilfe des Siebdruckverfahrens kann er diese Momentaufnahmen einer Maschine auf Leinwand übertragen und sie beliebig reproduzieren. Ich merke, dass alles, was ich maschinenartig mache, genau das ist, was ich machen möchte, bekennt Warhol in einem Interview. So viel zu seiner Vorstellung von der Einmaligkeit eines Kunstwerkes. Selbstporträts sind offensichtlich gut, um reich und berühmt zu werden. Als diese Serie entsteht, ist er bereits der Shootingstar der Pop-Art und führt ein Atelier, das er Factory nennt. Für Warhol ist Kunst das Produkt eines Kollektivs, das nach Methoden der Massenmedien Massenprodukte herstellt. Seine Gesichtsschablonen unterscheiden sich nur durch die Farben, die er übereinander druckt. Dieses Prinzip, in seinen Hollywood-Star-Porträts vielfach ausprobiert, verleiht auch seinem Gesicht die Aura eines Superstars. Der Künstler eine Celebrity. Mir wurde plötzlich klar, dass alles, was ich machte, mit Tod zu tun hatte. So Warhol in einem Interview 5 Jahre vor dem Attentat auf seine Person. Das Todesthema, das sich leitmotivisch durch sein Werk zieht, erfasst nach dem Attentat auch seine Selbstporträts. Am 3. Juni 1968 dringt eine bewaffnete Frau in die Factory ein, schießt auf Warhol und verletzt ihn lebensgefährlich. Wie eine Sequenz aus einem Horrorfilm wirkt diese Serie. Warhol im Würgegriff eines Unbekannten. Ist dieser Mordversuch lediglich großes Kino oder Ausdruck der permanenten Angst, die ihn nach dem Attentat nicht mehr loslässt? Zuletzt variiert Warhol eine einzige Polaroid-Vorlage, die ihn mit seiner berühmten Perücke zeigt, der Fright Wig. Die gelbroten Strähnen lodern wie Flammen um seinen Kopf und greifen auf sein Gesicht über, das sich durch das versetzte Übereinanderdrucken aufzulösen scheint. Warhol gibt noch im Verschwinden den Selbstdarsteller. Hinter der Camouflage versteckt er zwar sein Gesicht, betont es aber gleichzeitig durch die intensive Farbgebung des Tarnmusters. Kurz vor seinem Tod ist die grelle Pop-Art-Ästhetik aus seinen Selbstporträts verschwunden. Und mit ihr der Superstar Andy Warhol. Erstmals zeigt er sich ohne jede Showmaske. Es ist ein nacktes, ängstliches Gesicht, bereits gezeichnet vom nahen Ende. So ungeschützt hat sich der coole Selbstdarsteller noch nie dem Betrachter ausgeliefert. Es sind diese letzten Selbstporträts, die uns Andy Warhol wirklich nahe bringen. Sie alle haben mit dem Selbstporträt ein Wunschbild von sich zur Schau gestellt.
Albrecht Dürer sieht sich als göttlicher Schöpfer. Elisabeth Vigée-Lebrun zelebriert ihre Schönheit. Diego Velázquez erhebt sich zum Malerfürsten und Salvador Dalí zum weltgrößten Exzentriker. Andy Warhol ist einfach ein Superstar.